Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich anfangen soll. Hallo. Ja, ein neues Format auf meinem YouTube-Kanal. Wie du sehen kannst, in einem etwas anderen Setting, denn hier soll es gar nicht so sehr um Tipps und Tricks gehen, sondern ich möchte gerne wieder mit euch mehr ins Gespräch kommen. Ich bekomme viele E-Mails von euch mit Fragen zu den Videos. Ich sehe, dass ihr euch unten unter den Kommentaren oder unter den Videos in den Kommentaren immer wunderbar miteinander auch austauscht. Und genau das soll auch dieses neue Format werden. Es gibt ein Thema, ich quatsche und danach seid ihr dran. Ich möchte gerne auch eure Vorschläge mit in dieses Video einbauen, mit euch ja neue Themen entwickeln und dass die oder diese Diskussion, die sich möglicherweise dann aus meinem Gequatsche entwickelt, dass ihr euch unten unter dem Video dann auch entsprechend zu diesem Thema austauschen könnt. Und zwar gebe ich hier in diesem Video jetzt das Thema vor und würde mich wahnsinnig freuen, wenn du unten in die Kommentare einfach mal reinschreibst, was dich so interessiert, worüber können wir reden? Soll ich über meine speziellen Näherfahrungen sprechen, meine ersten Nähprojekte, meine großen Ängste beim Nähen. Soll es hier überhaupt ausschließlich ums Nähen gehen oder vielleicht möglicherweise auch um andere Themen? Keine Ahnung, ihr gestaltet einfach mit, indem ihr unten in die Kommentare entsprechend was reinschreibt. In diesem ersten Video möchte ich jetzt ein kleines bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie es überhaupt mit diesem YouTube-Kanal angefangen hat, warum ich das Ganze mache, wieso ein bisschen auch die Abläufe sind. Sicherlich kein Thema, was jetzt eine große Diskussion hier lostreten wird, aber wie gesagt, heute das Video ist ja auch nur dafür da, dass ihr mir das Thema für das nächste Video schon mal vorgeben könnt. Ja, wie fing alles an? Ich habe vor 3,5 Jahren etwa hier in Münster-Wolbeck die Nähwerkstatt eröffnet und in diesem Zusammenhang dann auch fortgeschrittenen Kurse angeboten. Bei mir ist es so, dass ich keine oder dass die Kursteilnehmer ihre Schnittmuster schon fertig mitbringen müssen. Das heißt, sie müssen nicht noch bei mir mit im Kurs die einzelnen Schnittmuster abhausen. Ich sage immer, ich bin kein Mal- und Bastelkurs, sondern das könnt ihr auch genauso gut schon zu Hause auf dem Küchentisch machen. Klar, wenn Probleme da sind oder so, dann kommt ihr auch erstmal mit dem Schnittmuster so. Aber ansonsten könnt ihr diese ganze Vorbereitungsleistung wirklich bequem zu Hause machen, braucht dafür bei mir kein Geld zu bezahlen, sondern wir fangen direkt mit dem Zuschnitt an. Jetzt habe ich aber gemerkt, dass der ein oder andere vielleicht doch noch ein Problem damit hat, so ein Schnittmuster abzupausen. Und wenn man sich mal meine Videos hier anschaut, dann wird man sehen, dass mein allererstes Video tatsächlich das Thema ist, Schnittmuster abpausen, wie das funktioniert und wie ich das vor allem mache mit Folie, nämlich nicht wie früher vielleicht noch mit Papier oder so, sondern ich nehme wirklich Kopierfolie dafür. Ja, und dieses Video war das erste Video, was ich hier auf dem Kanal hochgeladen habe und wirklich nur als Serviceleistung für meine Kursteilnehmer gedacht, damit die zu Hause wissen, wie es funktioniert. Ja, das ist so gut angekommen und ich habe so positive Reaktionen darauf bekommen, dass ich mir gedacht habe, ja okay, ist ja vielleicht auch eine Möglichkeit, sich noch ein bisschen außerhalb des Kurses mit den Kursteilnehmern auszutauschen. Dann kannst du ja mal so einmal im Monat oder sowas vielleicht ein Video hochladen. Ja, daraus ist nichts geworden, wie man sehen kann. Es ist mittlerweile einmal in der Woche oder es ist sehr schnell dann einmal in der Woche so gewesen, dass ich freitags ein Video hochlade. Relativ zügig ist dann auch das erste Schritt-für-Schritt-Anleitungsvideo hier auf dem Kanal hochgeladen worden, nämlich das Video zur Velara von Schnittgeflüster, einer echt coolen Hose, die ich letztens auch erst noch wieder genäht habe. Und wenn man sich da so meine Anfänge mal anguckt, dann denke ich auch heute so, naja gut, ich konnte es nicht besser, ich wusste es nicht besser. Es ist ja auch immer ganz schön, nochmal in die alten Videos reinzugucken, um so ein bisschen die Entwicklung zu sehen. Ja, wie gesagt, freitags ist hier Tipps und Tricks Tag auf dem Einfach-Nähen-Kanal. Jeden Freitag wird hier ein neues Video hochgeladen. Nicht zu einer festen Uhrzeit. Das liegt ein bisschen auch daran, dass ich nicht immer pünktlich zu einer festen Uhrzeit fertig werde. Und ich versuche aber, dass mittags, wenn ihr im Büro noch sitzen solltet, ihr schon die Mittagspause euch ein bisschen versüßen könnt mit einem Video, sodass mittags auf jeden Fall ein Video hier hochgeladen wird. Wie ist so ein bisschen der Ablauf? Ich bin ein sehr spontaner Mensch und es kann wirklich passieren, dass ich mir donnerstags abends oder möglicherweise sogar erst freitags morgens überlege, welches Video denn an dem Tag tatsächlich hier auf dem Kanal erscheinen soll. Manchmal ist es auch so, dass Themen sich einfach nur mal anbieten, wegen der Jahreszeit, wegen irgendwelcher Events oder weil ich auch gerade selber an einem Projekt arbeite, was ich dann mitfilme und dann entsprechend dann hier auch hochladen kann. Ich habe also keinen festen Redaktionsplan, wobei ich mir das eigentlich immer wieder vornehme. Ich glaube, dass das das Arbeiten doch etwas erleichtert, wenn man hier ein bisschen mehr mit Planung an die ganze Sache rangeht. Aber ich habe es schon probiert mit Google-Kalender, mit Bullet Journal, mit was weiß ich was alles, mit DIN A4 Blättern quer.
es hat alles nicht funktioniert. Mittlerweile habe ich hier im Background auch ein bisschen Unterstützung und wir arbeiten jetzt gerade daran, einen etwas planmäßigeren Ablauf hier zu integrieren. Ob das alles so wird, wie ich mir das vorstelle und wie man es vielleicht auch etwas professioneller angehen kann, weiß ich noch nicht. Das wird sich dann wirklich im Laufe der Zeit zeigen. Ja, das sind die Freitagsvideos, wie gesagt, mehr oder weniger spontan und auch auf euren Mist gewachsen, denn wenn ihr eine Frage habt, versuche ich die auch möglichst mit umzusetzen. Es funktioniert nicht immer direkt in der nächsten Woche, liegt auch so ein bisschen daran, dass ich auch immer mal gucken muss, welches Projekt habe ich jetzt gerade auf dem Tisch liegen. Zum Beispiel jetzt die gefütterte Jacke. Ich weiß, das ist so ein Thema, was ich schon Ewigkeiten vor mir herschiebe, aber diesen Herbst, sofern es denn Herbst ist und nicht schon Winter, wird es auf jeden Fall dann auch so sein, dass ich die gefütterte Jacke zeige. Das heißt aber für mich, dass ich das hier alles erst noch vorbereiten muss. Das heißt, ich muss den Schnitt aussuchen, dann am besten auch noch ein Kind dafür haben oder auch mich, den entsprechenden Stoff dann dafür haben, damit es nicht irgendwie so ein Teil für die Tonne ist, denn einfach nur irgendwas zu produzieren, damit ihr ein Video bekommt und danach schmeiße ich das weg, finde ich irgendwie ein bisschen dämlich. Deswegen gucke ich dann immer, dass es auch Projekte sind, die ich dann auch später dann noch trage oder irgendwie anderweitig einsetzen kann. Dann, was haben wir, Schnittmuster habe ich ausgesucht, Stoff habe ich ausgesucht. Dann muss ich das Ganze ja noch vorbereiten und auch bereits genäht haben zu dem Punkt, wo ich das dann zeige, weil ihr wisst ja, bei mir gibt es immer nur das eine einzige Problem. Nicht, wie komme ich dahin und wie komme ich dann wieder von da weg, sondern wirklich nur das eine Thema. Das heißt, wenn ich jetzt die gefütterte Jacke habe, müsste ich die jetzt schon zweimal nähen, nämlich einmal das Außenteil, einmal das Innenteil und euch nur zeigen, wie das Ganze mit verbunden wird. Und das braucht nun mal einfach etwas Zeit in der Vorbereitung und das kann ich nicht mal eben so zwischen Tür und Angel machen. Andere Sachen, wie jetzt letztens das Video mit der Wendeöffnung, das passiert dann eher spontan, weil ich tatsächlich dann auch in Instagram oder auch auf Facebook die Diskussion sehe, dass ihr euch untereinander austauscht, oh, ich habe schon wieder die Wendeöffnung vergessen und denkt bloß an die Wendeöffnung, denke ich, ja, das ist eigentlich ein super duper Trick, der ist so selbstverständlich und ganz, ganz viele von euch machen den ja auch, habt ihr ja auch schön unten unter die Kommentare dann ja auch reingeschrieben, aber nichtsdestotrotz waren doch dann einige dabei, die sagten, oh, so simpel, warum habe ich da nicht vorher dran gedacht? Deswegen gibt es da manchmal so spontane Sachen dann auch, wenn ich, wie gesagt, Diskussionen sehe, wo ihr da gerade euch miteinander austauscht. Dann gibt es ja noch meine Livestreams, die ein bisschen eingeschlafen sind. Ich gebe es zu. Ursprünglich hatte ich vor, jeden zweiten Montag tatsächlich abends live zu gehen. Das hat sich aber aus familiären Gründen und überhaupt organisatorischen Gründen einfach nicht so sonderlich bewährt. Deswegen versuche ich zumindest einmal im Monat online zu gehen, um euch ein bisschen ein Update zu geben über die Termine, über Veröffentlichungen, wo ich zu finden bin, über Workshops oder was auch immer, was halt gerade in dem Moment dann so ansteht, damit ihr auch so ein bisschen live ein Update bekommt und ich vor allem auch live mit euch dann wieder in den Austausch kommen kann. Ihr könnt ja in den Kommentaren dann was reinschreiben und ich sitze dann da und kann mich auch mit euren Kommentaren dann auseinandersetzen, sodass da auch tatsächlich wieder so ein Austausch stattfindet. Und dann gibt es natürlich mehr oder weniger einmal im Monat meine Live-Solos. Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit und macht mir so wahnsinnig viel Spaß. Die ersten Live-Solos waren dann noch mit mir alleine. Dann mein erster Gast war die Anja von Rappantinchen letztes Jahr im Dezember? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, im Dezember ist sie da gewesen. Und seitdem sind immer Gäste dann auch zu mir gekommen und wir nähen tolle Sachen zusammen. Und das ist wirklich so unglaublich schön. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Vor allem nicht nur, weil ich glaube, dass wir da eine ganz gute Unterhaltung dann auch bieten, sondern weil ich persönlich auch wahnsinnig viel davon mitnehme. Ich sehe, wie andere nähen. Im Gegensatz zu euch, wenn ihr vielleicht irgendwie den einen oder anderen Nähkurs dann auch besucht, habe ich hier nicht die Möglichkeit, anderen wirklich über die Schulter zu schauen, sondern höchstens den Anfängern, denen ich aber immer vorgebe, was sie zu tun haben. Und dann nehme ich persönlich relativ wenig dann davon mit. Deswegen freue ich mich immer auch über den kreativen Austausch mit Nähkollegen da draußen. Ja, und zum anderen auch, weil ich sehe, ihr näht live mit. Ganz, ganz toll. Also im Anschluss dann auf Instagram oder wo auch immer eure Fotos zu sehen, das ist ein ganz großartiges Erlebnis für mich. Und es ist einfach so schön zu wissen, dass man da nicht alleine sitzt, sondern dass man einen Sonntagvormittag zusammen hat. Man näht gemeinsam und ja, hat eine schöne Zeit mit einem schönen Projekt am Ende. Und wenn ihr an dem Tag keine Zeit habt, könnt ihr selbstverständlich das auch noch im Nachgang euch anschauen und ich hoffe, bald auch anhören, wenn ich es denn dann auch schaffe, einen Podcast in die Wege zu leiten und das Ganze wirklich als Podcast auch hochzuladen.
Ja, also das ist der Live-So-Long. Und beim Live-So-Long habe ich ja auch immer noch wahnsinnig große Hilfe vom Kamerakind Jonas. Das ist mein heißgeliebter Ehemann, der mich schon seit über 22 Jahren jetzt begleitet. Eine kleine Liebeserklärung dazu könnt ihr auch auf meinem Blog nachlesen, wo es um Liebe und Freundschaft geht. Ja, und der liebe Jonas, der hilft mir hier wirklich mit der ganzen Technik. Die einzelnen Videos, die Freitagsvideos oder den Livestream selber, die mache ich alleine. Bei den Live-So-Longs allerdings geht das einfach nicht. Das sind so viele Kameras, die da aufgebaut werden, die Technik. Man muss gucken, dass der Ton und das Bild synchron bleiben. Was noch? Ja, also, dass die einzelnen Kameras genau das Richtige einfangen, dass die Belichtung stimmt, dass der Ton synchron mit allem anderen ist, beziehungsweise, dass ihr uns überhaupt versteht, dass die richtige Kameraeinstellung gewählt ist, damit ihr auch genau erkennen könnt, was wir da tun. Und er ist auch wirklich so der Regisseur bei der ganzen Sache, der nämlich die richtigen Kameras dann aussucht und hoffentlich genau immer das richtige Bild dann auch für euch einfängt. Ja, und dadurch, dass das halt wirklich so aufwendig ist, das kann man zwar auch angeblich alleine machen über irgendwelche Pads, aber ich glaube, dann wäre ich völlig überfordert. Deswegen sitzt er auch immer fleißig mit dabei und ruft auch manchmal das eine oder andere rein, wenn er gerade mal was nicht verstanden hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich ihm irgendwann mal was in die Hand drücken würde, hier näher das mal, dass er das perfekt machen könnte alleine, dadurch, dass er die ganze Zeit mit zuschaut und auch mitdenkt, obwohl er noch nicht ein einziges Mal an der Nähmaschine gesessen hat. Vielleicht sollten wir das einfach mal als Challenge auch einführen. Ja, das ist so ein kleiner Überblick über den YouTube-Kanal Einfach Nähen, wie man hier zu diesen Videos kommt, wie ich zu den Ideen finde. Ja, und die weiteren Ideen, nämlich für dieses Format, die kommen jetzt von dir. Also schreib mir unten rein, worüber ich jetzt hier einfach mal frei Schnauze quatschen soll und worüber wir uns einfach mal austauschen. Auf Instagram laufen auch regelmäßig Umfragen. Also wenn du auch da unterwegs bist, würde ich mich freuen, wenn du mir einfach ein Like da lässt und mir dann auch dort folgst. Und für diesen Kanal sowieso, also abonnieren, wenn dir das hier gefallen hat. Vor allem Daumen hoch geben, wenn es auch hiervon mehr geben soll. Aber es wird sowieso auf jeden Fall davon ein bisschen mehr geben, so oder so. Wie gesagt, ich wünsche dir viel Spaß mit diesem neuen Format und freue mich jetzt auf den Austausch hier unten drunter. Bis dann. Ciao.